Checkpoint erreicht. Oh, hier gibt es viel zu tun. Und wir sind großartig. Sehr großartig. Hui. Etwas kleiner machen. Dankeschön. Das war auch ein relativ kurzes Level, wenn ich das in Erinnerung habe hier. Eigentlich nur dieser Kampf hier, oder? Naja, auf jeden Fall können wir da irgendwie rein. Hier ist noch momentan verschlossen. Der Weg ist versperrt, um Legolas zu zitieren an der Stelle. Man sollte immer Legolas zitieren. Hier können wir was zusammenbauen. Bringt aber eher Levelfortschritt, nehme ich an. Ah, Portal. Schauen wir mal, ob wir das Portal brauchen. Nehmen wir gleich mal einen Charakter, der fliegen kann, und fliegt mal nach oben. So. Wen nehmen wir denn, wer fliegen kann? Irgendwie habe ich meinen Lieblings-Luke-Charakter, weil ich der immer schnell weiß, wo sie ist. So, hier sind auf jeden Fall Sachen, die wir kaputt machen können und die auch verdächtig glitzern. Da oben brauchen wir Poison Ivy oder so. Ne, da brauchen wir einen Buddelcharakter. Cheater brauchen wir. Aber auch mit der können wir was anfangen. Die haben wir nämlich auch. Hatten wir die auch beim letzten Mal? Ich glaube fast nicht. Ah, okay, mit dem Ding kommen wir nach oben. Nehme ich an, das ist das zweite Portal. Okay, das brauchen wir aber eigentlich. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja gut, wir können sie mal aktivieren hier. Dann können wir da oben rauskommen. Alles klar. So, einmal, zweimal. Portalmeister hat seinen Job gemacht. Kommen wir da unten vielleicht mit einem kleinen Charakter rein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mache mich mal klein und guck mal, ob ich da reinkomme, da oben unten. Aber ich glaube fast nicht. Oder? Das ist irgendwie versperrt hier, der Weg. Nee, da geht's noch nicht rein. So, dann nochmal den Flugcharakter oder Cheater. Cheater kommt da auch hoch, echt? Ah, das sind die Wände, die man hochlaufen kann mit Cheater. Okay, praktisch. Ah, ich will da rein. Ich will da rein. Ne, da komme ich nicht rein. Da komme ich leider nicht rein. Dann nehmen wir nochmal kurz Cheater und gehen hier nach oben. Und gucken mal, was es hier noch zu holen gibt. Das ist ein relativ kleiner Levelabschnitt. Da muss eigentlich relativ nah alles sein. Da kann es eigentlich auch gar nicht so schwierig versteckt sein, denkt man. Denkt man. So. Neu. Nicht Charakter wechseln. Wir nehmen einen Charakter, der das kann, wie zum Beispiel Lifewire wieder mal. Die komischerweise immer ausgewählt wird, wenn es um irgendwelche Elektrosachen geht. So. Man kann den Stream mit doppelter Geschwindigkeit abspielen, echt. Dann rede ich auf einmal nur noch so. Ich glaube, die Lifewire kann wahrscheinlich nicht verletzt werden von diesen Stromdingern, oder? Könnte das sein? Probieren wir das aus. Ja, die kann echt nicht verletzt werden. Und deswegen wird die hier immer ausgewählt. Na klar, das ist natürlich praktisch. Oh, das haben wir den Stein. Die Steine haben wir doch schön da unten gesammelt, oder? Finde ich, die haben wir sehr schön da unten gesammelt. So, alles eingesammelt, was es hier zu holen gab an Steinen. Und dann geht's auch schon, zack, zum Ende des kleinen Levels. Ah, und so geht dann auch das da auf. Okay. Nur ganz kurz einen Charakter, der fliegen kann. Wo ist sie denn? Da ist sie, Raven. Nämlich gucken, ob hier auf... Ah, okay. Okay. Das heißt, hier müssten wir sowieso weiter. Können wir den hier noch kaputt machen? Der sieht doch auch so... Der grinst auch so doof. Nein, können wir nicht kaputt machen. Egal. So, das können wir aber auf jeden Fall machen. So, einmal den Drabo genommen und dann hier einmal schön weglasern. Aha, wir müssen nämlich 5 goldene Statuen zerstören. Ich hoffe, da waren nicht im ersten Abschnitt schon welche. War das wahrscheinlich eh so ein Minikit-Ding, oder? Ja, wahrscheinlich. So, das Rätsel nehme ich an, haben wir beim letzten Mal schon gemacht, oder? Probieren wir es aus? Wir probieren es aus. So. Nee, das war das Falsche. Nein, das war das Falsche, habe ich gesagt. So, das war gut. So. Nein. Ne, immer das, was nicht Leute nehmen, glaube ich. Oder wie war das? Ich bin verwirrt. Was will das Spiel mir sagen? So. Okay, jetzt haben wir alles einmal lustig im Kreis verschoben und alles sehr verwirrend gemacht.
Wäre irgendwie praktisch, wenn man das wieder zurücksetzen könnte, das Ganze. Aber das geht, glaube ich, nicht bei diesen tollen Rätseln, dass man die wieder zurücksetzt. Schade eigentlich, wäre praktisch. Aber das müssen wir, glaube ich, eh nicht machen. Habe ich jetzt eh keinen Bock drauf. Kann Livewire auch fliegen? Ne, die kann nicht fliegen. Ich wollte gerade sagen, Livewire kann doch nicht fliegen. Wäre zwar schön, wenn sie fliegen könnte, aber kann sie leider nicht. So, wir fliegen jetzt direkt mal in den nächsten Levelabschnitt rüber. Wie lange ich für Sarumans Turm zum Aufbauen gebraucht habe. Das hat schon ein bisschen gedauert. Ah, da oben können wir es gleich mal verwenden. So, ihr kämpft mal lustig weiter. Tut einfach so, als wäre ich nicht da. Ihr seht mich gar nicht. Ich bin nicht da. Das ist alles nur in eurem Kopf. Das bildet ihr euch alles nur ein. So. 2 von 5. So, Batman, ihr boxt mal noch lustig weiter. Das macht ihr gut. Hier kann ich auf jeden Fall noch viele Sachen kaputt machen. Hab hier auch ordentlich Reichweite, wo ich Sachen kaputt machen kann. Als großer Charakter. Sehr angenehm. Ups. So, jetzt nochmal den Joker auswählen und hier reingehen. Nachdem wir diesen Bücherschrank zerstört haben. Kein Problem für den Clownprinzen des Verbrechens. Werde ich mir die PS5 kaufen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich sie mir holen werde. Muss man mal gucken, was es da so für gute Spiele am Anfang gibt. Ob es sich dann mehr lohnt, die Xbox One oder die Xbox zu kaufen oder die PS4. Ah, jetzt werden wir aber erst nochmal hier was zusammenbauen. Und zwar für Flash. So, Flash. Dann überrasche mich mit deinen Fähigkeiten. So, einmal aktivieren. Und dann rennen wir ganz schnell im Kreis. Mein Lieblings-Lego-Set. Ich glaube, der Falke. Also der Millennium-Falke. Oder das republikanische Kanonenboot. Von dem ich mir ja immer noch eine Ultimate Collectors Edition Version wünsche. Aber ich glaube, der Wunsch wird mir so schnell nicht erfüllt werden. Bei den Ultimate Collectors Edition Versionen kommen ja meistens irgendwie nur Sets aus den Filmen. Ach komm. Aus den Filmen 4, 5 und 6 dran. So, 9 von 10. Und 10 von 10. Ui, so schnell habe ich das glaube ich noch nie hinbekommen. Da baut der Flash ganz schnell zusammen hier. Und da ist auch schon der rote Stein. An dem wir... Anderer Beweis, dass ich es verdiene, der einzige echte Blitz zu sein. Hast du gut gemacht. So, wir haben den roten Stein gefunden. Da drüben sieht man gerade, wie Superman gegen Ultraman kämpft. Ein starkes Duell. So. Hier kann ich noch irgendwas machen. Grundy? Nein, nicht Grundy. Ach, du stehst immer noch hier. Oh, nee. Solomon Grundy. Dankeschön. Kann mal gucken, was uns hier noch fehlt. Irgendwas ansprayen müssen wir auch noch. Okay, und keine Minikits haben wir. Okay, krass. Gar nicht gedacht, dass uns noch so viel fehlt. So, Deadshot brauchen wir hier und Deadshot haben wir natürlich. Der Mann, der immer trifft, ist hier und schießt auch heute nicht daneben. Na, haben wir es doch. So, ne, ich glaube, wir müssen es andersrum machen. Oder? War das der richtige Weg? Ne, das war offensichtlich nicht der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Zack, zack, boom, bang. Aha, da haben wir was für Green Lantern auf jeden Fall freigeschaltet. Na, Deadshot ist eigentlich auch ganz cool hier. Und ich habe da unten in der Ecke was gesehen. Da fliege ich jetzt gleich hin. Da fliege ich doch direkt hin, wenn ich hier was sehe in der Ecke. Nur wie komme ich da unten hin? Ah, okay. Das ist schon der nächste Levelabschnitt. Was kann ich mit diesen komischen Blumen machen? Ah, Poison Ivy, klar. Wenn es um Blumen geht, ist natürlich Poison Ivy gefragt. Ah, die musste hier was einsammeln, okay. Ah, okay, nee. Soweit wollte ich noch gar nicht in dem Level vorrennen. Da wollte ich eigentlich noch ein paar Sachen hier machen. Erstmal, wenn ich schon hier bin. Ich find's blöd, dass bei Lego der Hobbit, dass es da keinen dritten Teil gab. Also, dass sie nur die ersten beiden Teile in den Film untergebracht haben. Das fand ich sehr schade. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie den dritten Teil auch noch irgendwie unterbringen. Aber das war irgendwie uns nicht vergönnt. So, hier machen wir noch ordentlich Krawall. Wieso kann ich da nicht hinfliegen? Ich will da hinfliegen. Ah, lass mich doch da hinfliegen, Mensch. Das ist gemein.
Das Spiel lässt mich nicht. Da oben ist doch nicht mal Glas davor. Wieso kann ich da nicht hinfliegen? Ist doch doof. So, hier kann man doch bestimmt auch irgendwas Tolles machen, oder? Den Fernseher kann man definitiv nicht kaputt machen. Na gut, dann bauen wir das andere erstmal zusammen, was hier noch irgendwo war. Da gab es nämlich noch was für Green Lantern. Was ist das? Ach, das ist bloß wieder, um da hochzukommen. Okay. Das wollte ich gar nicht. Aber wieso komme ich hier nicht ran? Hätte sogar die Fähigkeiten. Oder sie hätte eigentlich die Fähigkeiten, um da oben ranzukommen. Ich bin verwirrt. Lass mich da hin! Warum ich noch mehr kaputt machen? Das kann ich auch noch kaputt machen. Ah, da hinten ist so eine Tür irgendwie. So eine mysteriöse Tür. Die mir irgendwie aber auch nicht weiterhilft. Sehr seltsam. Okay, nee, dann schauen wir mal hier, was es noch gibt. Ob ich hier noch... hier gibt es auf jeden Fall noch was. So, kannst du auch irgendeinen Strahl, der irgendwas aufheizt? Ja, kannst du. Sehr gut. So, uns fehlen aber leider immer noch ein paar von denen. Da haben wir immer noch nicht genügend von diesen goldenen Statuen. So, hier können wir nicht weiter nach vorne fliegen. Da können wir aber noch irgendwas machen. Nein! Wieso springst du denn rüber? Flieg gefälligst wieder zurück. Hier haben wir Silbernes. Das haben wir doch bestimmt auch nicht zerstört gehabt letztes Mal. Oder doch? Wir werden sehen. So, einmal sprengen bitte. Die Kuchensprenger machen. Nö, das Minikit hatten wir noch nicht. Boom. Was? Das geht nicht kaputt? Doch, wollte schon sagen. Das muss doch kaputt gehen. Ah, okay. Da ist wieder irgendwas Gasiges. Und da drinnen sehe ich auch schon... Ah, da sehe ich schon wieder zwei Sachen, die wir machen können da drinnen. Da ist nämlich einmal dieses Ding, was wir... Drei Sachen sehe ich da drinnen sogar. Oh, da müssen wir auf jeden Fall rein. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Also nämlich eine von den goldenen Dingern da drin ist. Das ist das Ding, was wir anmalen können. Und ein Minikit ist auch noch da drinnen. Also sobald wir die Tür aufkriegen... Uiuiui. Das lohnt sich gleich dreifach. Nur wir müssen die Tür auch erstmal aufkriegen. So, was brauchen wir denn hier Schönes? Nein! Komm wieder zurück. So, wir brauchen Poison Ivy und irgendwelches... Drei Blumen brauchen wir noch mit Poison Ivy. Okay, eine Blume haben wir schon gesehen gehabt. Ja, ich wohne in München, das ist richtig. Eine Blume haben wir schon gesehen gehabt. Jetzt müssen wir noch die anderen Blumen finden. Wo verstecken sich unsere Blumen? Hat jemand die Blumen gesehen? Jetzt können wir das mit den Affen und der Kokosnuss nur mit den Blumen singen. Wer hat die Blume geklaut? Was im Ernst? Ich habe keinen Zauber, der hier wirkt. Oh, hier ist sogar das. Sehr gut, sehr gut. Da fehlt uns wirklich nur noch das eine, was hinter der Tür ist da unten. Dann haben wir von denen auch alle fünf und kriegen da schon das nächste Minikit wahrscheinlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Meine Top 3 Lego-Spiele. Boah, ich glaube, boah, das ist schwierig. Es sind viele, die so gut sind. Also komplette Saga und Undercover. Lego City Undercover sind auf jeden Fall ganz oben. Bei den anderen, da müsste ich länger überlegen, wie ich es dann noch auf Platz 3 setze. So, einmal schmelzen. Kannst du nicht? Ach, das... Ah, das ist was für Reverse Flash. Okay. Auch gut. Okay. Das hat. Ah, okay, da geht was auf. Und es ergibt sich ein Minikit. So, ich guck mal kurz auf Poison Ivy, wie viele Blumen wir schon haben. Aber ich glaube, wir haben erst eine von den drei Blumen, wenn ich das. Pflanzen rufen mich. Sie brauchen mich. Wo sind die anderen Blumen? Hat jemand Blumen gesehen? Ja? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, Poison Ivy. Und dann hast du nämlich keine dabei. Die andere da unten ist irgendwie auch verschwunden, die andere Blume, oder? Seltsam. Nein! Nicht wieder rüber runterfallen. Ah. Wer hat denn bloß dieses Sprungpad da unten hingebaut? Das ist äußerst unpraktisch, weil ich immer reinlaufe. So. Diesmal laufen wir nicht rein, diesmal laufen wir vorbei. Nee, da brauche ich, glaube ich, mit dem Joker habe ich das für einen eingesammelt gehabt, oder? Ah, hier können wir was aus... Okay, wir graben erstmal.
Da ist bestimmt eine Blume vergraben, nehme ich an. Injustice kommt nicht. Nee, ich mag so die Spiele auch ehrlich gesagt nicht, so Beat'em-ups. Warum ist die Blume verschwunden? Ah, da unten. Wir haben Poison Ivy gefunden. Schön. Die hat ja alle Blumen schon gesammelt. Okay. Hätte ja lange suchen können. Die war bloß da unten im Wasser irgendwo verschwunden. Okay, alles klar. Na gut, wir haben alle drei Blumen. So, na dann. Aktivieren wir mal. Da, nein. Also, hatten wir schon mal so ein Blumending für Poison Ivy? Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich dachte, das hätten wir immer nur für... Ach komm, jetzt visier es doch an. Das hätten wir immer nur für den Joker gehabt, diese Dinger hier. Aber gut. Sind auf jeden Fall schöne Farben hier. Schön bunt. So. Und dann hier. Wenn wir schon mal vom Joker reden, dann sollten wir ihn auch... Kann Heatwave die Sachen auch anmalen? Der kann die tatsächlich auch anmalen. Alles klar. Der malt eine Flamme drauf. Da schmor ich im Handumdrehen durch. Und das ist nicht nur metaphorisch gemeint. Dam, dam, dam. So, Selfie wäre geschafft. Heatwave kann natürlich auch Sachen schmelzen. Komm her, kleine Trophäe. Oder was du auch sein sollst. Alles andere hätte mich auch enttäuscht, wenn er das nicht könnte. So, und das Minikit nehmen wir natürlich auch noch gleich mit hier. Vielleicht bekomme ich jetzt ein bisschen mehr Respekt. Ich glaube, das andere Minikit war im ersten Abschnitt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ich glaube, im ersten Abschnitt war das andere Minikit, dann können wir nämlich das Level auch hier beenden. Und waren durchaus wieder erfolgreich. Doch, es geht voran, es geht voran. Ja, Poison Ivy sammelt Blumen, so muss das sein. So, jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich alles, was wir so an Sachen gebrauchen könnten. Die Steinchen mal 4 und sowas alles, das ist alles nicht so notwendig. Das Wichtige ist, dass man erstmal diese ganzen Feinde hat, damit man nicht so lange nach den Sachen suchen muss, dass sie angezeigt werden in den Leveln. So, Charaktermarken finden. Ja. Vor allem Charaktermarken finden ist wichtig. Charaktermarken finden, weil die sind nämlich meistens recht gut versteckt. Also Charaktermarken finden und die Minikit-Detektor. Das sind die beiden, die ich jetzt eigentlich am nötigsten brauche, würde ich mal behaupten. Na gut, dann schauen wir mal nach Star Labs, was die Sachen so kosten. Aber vorher drehen wir nochmal ganz mysteriös die Karte. Wobei ich finde, die Ladezeiten sind eigentlich ganz angenehm in dem Spiel. Also es geht eigentlich recht flott. Da ist man sofort wieder im normalen Level. Brauche ich auch nichts rausschneiden. Sehr gut. So, Star Labs ist nicht hier. So, gucken wir mal auf die Karte, wo ich das Star Labs finde. Nope. Wo ist denn Star Labs bitte? Bist du Star Labs? Nein, bist du nicht. Das ist Smallville, glaube ich. Ich habe mir noch nie die Karte so richtig angeschaut, muss ich sagen. Hier ist Gotham. Kann man das nicht irgendwie... Kann man da nicht irgendwie eine Schnellreise oder so machen? Das wäre irgendwie praktisch, wenn man das machen könnte, aber... Befürchte, das gibt's nicht. So... Okay, nee, da kann man bloß die Abschnitte wechseln. Nee, wenn, muss ich schon hier gucken. Es gibt Schichten. Okay. Da oben ist auch noch diese Weltraumschicht. Alles klar. Hier ist auch noch was. Das war das Ding hier. Okay. So. Die Welt ist flach, das war der Beweis. Alles klar. Hier vielleicht? Ich bin verwirrt. Ich hätte jetzt gesagt, dass das... Das Star Labs. Metropolis zu Johnny DC. Metropolis, okay, Metropolis ist oben. Das weiß ich, wo das ist. So. Fliegen wir mal nach Metropolis. So, Kid Flash. Ne, brauche einen Charakter, der fliegen kann. So, Raven einmal. Dann müssten wir eigentlich nur nach oben fliegen, wenn ich das richtig sehe. Aua. Hätte ich mir nicht vorher den Kopf anhauen. So, wir sind Gotham City, aber wir wollen raus aus Gotham City. Hier ist die Wayne Manor, nehme ich an. Jo. Das dürfte Batman zu Hause sein. Ich fliege natürlich erstmal in die falsche Richtung, weil ich natürlich nochmal mich ein bisschen umschauen wollte. Ganz klare Sache.
So, hier ist noch mehr. Und da oben, glaube ich, müsste es gleich dann etwas heller werden und freundlicher. Vorbei an den schönen Gondeln. So, wir sind angekommen hier. LexCorp Plaza sind wir hier. So, was gibt's hier sonst noch Schönes? Metropolis. Mehr Metropolis. Waren wir mal in Star Labs? Kann ich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube nämlich nicht. Was ist das hier für ein schöner Turm? Ist auf jeden Fall schön, mal ein bisschen rumzufliegen. Mal sich ein bisschen was anzuschauen. Da, hier ist die Justice League. Sehr gut. Hier können wir ein bisschen shoppen gehen. Bei Shots Toys. Aber das wollte ich eigentlich gerade auch nicht machen. So, was gibt's hier noch Schönes? Das sieht auch sehr interessant aus, dieses Gebilde hier, dieses architektonische. Bin mir auch nicht so ganz sicher, was es darstellen soll. Egal, aber es sieht ganz gut aus. Was gibt's hier hinten noch Schönes? Da gibt's doch was Cooles. Das sieht doch interessant aus. Ah, das ist bloß die Station, glaube ich, hier. Ja, genau, das ist bloß die Bahnstation. Auf der Insel der Gerechtigkeit. Genau, da hinten geht's dann nach Smallville. Oder ist das was anderes? Da ist Johnny DC. Kann ich mit Johnny DC reden? Aber hier gibt's auch einen Johnny DC, wurde mir gesagt. Genau, hier ist auch ein Johnny DC. So, gehen wir mal zu Johnny DC. Gucken wir mal, was der uns so Schönes zu erzählen hat. Was gibt es hier zu holen? Erzähl es mir, Johnny. Hey, Johnny. Wie schaut's aus mit deinem Gewissen? So. Wo ist Johnny DC? Ah, da ist Johnny DC. Das ist echt gut, dass man immer so gleich... So, ah, okay. Und dann kriegt man Infos, wo... Ah, alle Sachen auf der Karte sind... Alles klar, okay. Ja, verstehe. Okay. Achso, ich kann mir aber hier... Ich kann mir hier zwar die Infos holen... Oder sind die jetzt mir auch auf der Karte markiert, die ganzen Sachen? Ja, die ganzen Sachen sind mir auf der Karte markiert. So, also entweder ist hier ein roter Stein... Ah ja, okay. Nee, passt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Danke für den Tipp. Das war sehr gut. Wo muss ich hin? Ist das unter mir? Ich bin verwirrt. Das ist doch da hinten. Da sollst du hin. Das bitte als Kartenpunkt markieren. Also die Karte ist manchmal auch ein bisschen seltsam, oder? Ich bin verwirrt. Nein, genau, in die andere Richtung wollen wir fliegen. Wir wollen dahin. Dahin? Dahin. Da müsste es da müsste es sein, oder? Das ist das richtige Gebäude. Ja, wir sind bei Star Labs angekommen. Und dann gehen wir auch gleich mal hier rein. Können wir hier mit dem Aufzug fahren oder so? Jo, einmal mit dem Aufzug nach unten. Oder in dem Fall eher nach oben. Aus Star Labs ist eigentlich unten. Na, wurscht. In Extras kann ich die roten Steine auch kaufen, echt? Ich dachte, in Extras kann man sie nur anschalten. Ah. Okay, ah, man kann aber direkt hinreisen, okay. Ah, verstehe, aber man kann sie da nicht kaufen. Das war nicht korrekt, aber man kann direkt hinreisen. Danke für den Tipp. Super Sache. So. 100.000, okay. Pew-Pew-Modus brauchen wir nicht unbedingt. So, Minikits finden, 250.000. Können wir uns auf jeden Fall leisten. Können wir schon mal holen. Charaktermarken finden kostet auch 250.000. Steinchen mal 850.000, ey. Uiuiuiui, das ist teuer. Steinchen anziehen, 300.000. Na, dann schalten wir zumindest mal die Minikits finden frei. Das ist doch mal ein guter Anfang, wie ich finde. Ja, ich möchte das wirklich kaufen. Alles klar. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Wie komme ich hier wieder raus? Ich möchte wieder raus. Lass mich wieder raus. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Man hat mich eingesperrt bei Star... Ah, okay, so komme ich wieder raus. Man hat mich bei Star Labs eingesperrt, wie gemein. Vorsicht da unten! Nicht, dass ich meine weiße Farbe auf eure weißen Laborkittel verschütte. Das gibt Flecken! Okay. So, ich glaube, wir machen dann das so, dass wir jetzt noch... Ups, ah, die Karte habe ich ja nicht, oder? Ne, ich muss hier erst wieder raus, wenn ich die Karte haben will. Wo ist der Ausgang? Ja, ja, ja. Komm, geh mal. Gehen wir hier raus. Das wollte ich nur kurz machen. So, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Welches Spiel für mich bis jetzt das schwerste war? Gute Frage. Was war für mich das schwerste Spiel? Dark Souls oder so? Oder meinst du im Let's Play? Weiß gar nicht mehr.
mittlerweile schon so viele Spiele gespielt, das ist echt verrückt eigentlich. So, wir machen mal wieder ein Level, um hier noch ein paar Steine zu sammeln, um ein bisschen Geld zu bekommen für die Steine, die uns noch fehlen. Wurde ja gesagt, die Justice League Level würden sich da am Ende anbieten. Da würde man mehr Stats bekommen. Probieren wir es doch einfach aus. Ups. Das sind die Herausforderungen. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte zu den Leveln und zwar nicht zu der Geschichte, sondern so ganz am Ende hier. Die Justice League Level. So, Granny weiß Bescheid. Ja, schauen wir da nochmal. Schauen wir nochmal rein. Die Level waren ja auch relativ kurz immer. So, den roten Stein haben wir eh nicht. Von daher nix wie rein ins Waisenhaus von Granny. So, und zwar mit unserem normalen Drabu natürlich. Mit wem sonst werden wir dieses Level angehen? So, kurze Ladezeit. Ich tippe mal, die Zwischensequenz kann ich am Anfang nicht überspringen in dem Fall, weil das auch gleichzeitig die Ladezeit immer ist hier in dem Spiel. Aber jetzt lädt er hier auch schon. Na, ich bin gespannt, wir werden sehen. Mein Freund, ich hab dich schon erwartet. Na, umso besser. So, in dem Fall konnten wir es sogar überspringen. Dafür kriegen wir nochmal eine kurze Ladezeit, aber das werden wir überstehen, denke ich mal. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass man da direkt hinreisen kann zu den roten Stein-Dingern. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!